If you had to write down everything that comes to mind when you think of injustice or inequality in your everyday life. You might also think about your school system and things you wish were run differently. You might think that you don't have enough voice, what kind of relevant content should be taught, that teachers act sometimes unfair, and that you don't have the right to protest against it. Or that you don't have to fear any kind of discrimination or different treatment in school based on your gender or skin color. Even though education plays an important role in achieving a sustainable future for all, it is more complex. On the one hand, education is very important to gain knowledge and awareness and reflect attitudes. But on the other hand, not everybody can have the same access to education, and so education can also foster inequalities. Wait, the school? Shouldn't school be the same for everybody? To find out more what can be unfair about the school system, we talked to Shayan. He explored inequalities in the Austrian school system in his final school paper. Kinder starten oft mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen ins Schulleben. Laut der Arbeiterkammer Österreich bestimmen drei Faktoren über den Bildungserfolg: die finanzielle Situation, die Bildung und die Herkunft der Eltern. Dazu kommen noch größere Hürden für Migrationskinder, die laut PISA-Studie von 2018 keine Chancengleichheit haben. Bisher ist das Schulsystem so aufgebaut, dass Kinder auch daheim gefördert werden sollen. Viele Eltern haben jedoch weder die Zeit noch das Geld für Unterstützung zu Hause oder für Nachhilfe. Auch der Bildungsgrad der Eltern ist für die schulische Laufbahn ihrer Kinder entscheidend. Wenn der Vater Anwalt ist, wird das Kind auch Jus studieren können. Bei der Herkunft der Eltern gibt es zwei Probleme. Sie kennen meistens die Sprache und das Schulsystem nicht gut. Meine Eltern kommen zum Beispiel aus dem Iran und da hat man ein ganz anderes Schulsystem. Es gibt dort zum Beispiel weniger Schulen zur Auswahl. Uns hat hier niemand beraten und so konnten wir gar nicht wissen, welche Schulen überhaupt in Frage kommen würden. What kind of special challenges do children with a migratory experience face? Kinder mit Migrationshintergrund haben noch zusätzliche Hürden zu bewältigen. Oft müssen sie rassistische oder diskriminierende Erfahrungen machen. Und das wirkt sich dann natürlich auf die Motivation aus, wie gerne man zur Schule geht oder wie gerne man lernt. Hierzu kommen auch die sprachlichen Barrieren. Fehlende Sprachkenntnisse in der Unterrichtssprache sind eine der größten Herausforderungen. Das Schulsystem ist nicht so aufgebaut, dass es flexibel auf die unterschiedlichen Sprachkenntnisse reagieren kann. Das bedeutet, wenn man als Migrationskind zwar schnell die Unterrichtssprache gut sprechen kann, kann es trotzdem sein, dass es nicht für die Matura oder für ein Studium reichen wird, weil es einfach fast unmöglich ist, nach 3 oder 4 Jahren auf das Sprachniveau eines Muttersprachlers zu kommen. Das Schulsystem verlangt das aber. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der auch nicht mitgedacht wird, ist, dass Kinder mit Migrationshintergrund noch zusätzlichen außerschulischen Stress oder Belastungen haben. Ich selbst und viele anderen haben ja mehr als einmal über Schulabbruch nachgedacht. Damit meine ich zum Beispiel die Unsicherheit durch das laufende Asylverfahren. Immer mit der Frage leben zu müssen, werde ich überhaupt in diesem Land bleiben? Lohnt es sich für diese Schularbeit zu lernen? Oder werde ich eh abgeschoben? Und ich hatte außerdem das Gefühl, dass LehrerInnen die privaten Schwierigkeiten von mir und allen anderen in der Klasse in einem Gesamtpaket betrachtet haben. Zum Beispiel hatte ich nicht das Gefühl, dass manche Lehrer berücksichtigt haben, dass ich gar nicht so viel lernen kann, weil mein Papa noch einen Arzttermin hat, zu dem ich zum Übersetzen mitgehen muss. Oder dass meine Familie noch einen Gerichtstermin hat, bei dem ich auch dringend gebraucht werde. Imagine education as a race with a racetrack. Some kids have a big head start because their parents have, for example, a lot of money and or higher education. Other kids, often kids with a migration background, run the same race, but have additionally obstacles to overcome. This shows that the education system is not fair for everyone. Okay, so what has to change? Als erstes finde ich, dass die pädagogische Ausbildung von LehrerInnen auf diese Anforderungen abgestimmt werden muss. Damit LehrerInnen wissen, wie sie mit einer Klasse mit so unterschiedlichen SchülerInnen umgehen sollen. Also wissen, was es für ihren Unterricht bedeutet, wenn nicht alle in der Klasse Maximilian oder Lukas heißen, sondern auch ein Mohammed und ein Ali drin sitzen. Die haben eben nicht die gleichen Ausgangssituationen wie alle anderen.
Ein flexibler Umgang mit der Klasse kann ja auch dann die Chancengerechtigkeit erhöhen. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, und zwar dem Benotungssystem. Ich bin ja bei den Youth Experts, das ist eine Expertinnengruppe von 12 jungen Menschen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und beraten die Sinn-Bildungsstiftung dabei, die besten Förderprojekte für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungswesen auszuwählen. In einer Umfrage, die wir mit über 300 SchülerInnen durchgeführt haben, welche Veränderungen sie sich im Schulsystem wünschen, war das Benotungssystem einer der wichtigsten Kritikpunkte. Sogar Leute, die hier geboren sind, haben gesagt, dass das Benotungssystem nicht passend ist. Und ich denke mir, wenn die das schon so finden, wie geht es dann denen mit Migrationshintergrund? Deswegen würde ich mir wünschen, dass es eine konkrete Richtlinie und eine Veränderung dahingehend gibt, wie man eine Klasse fairer benoten kann. So as we have seen, education does not solely have positive impacts. It is very important to think about that not everybody has the same access to the same quality of education. That, depending on family background, not everybody can have the same chances to achieve a higher education. That children with a flight experience have to deal with many other challenges besides school. And that the school system does not offer enough resources to deal with diversity in classes, and that the grading system does not allow enough flexibility.